Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay mit der Artago. Vielen Dank an Roadkill für das Einsenden und es ist auch mal schön, wieder dieses Schiff im Spiel zu sehen, denn so häufig habe ich das gar nicht auf dem Kanal, dementsprechend ist es schön, das nun mal wieder zu sehen. Am Anfang natürlich, schauen wir mal, was er macht. Er fährt Richtung C, kriegt da schon die ersten Gegner auf und dann gucken wir mal, was er da so macht. Ja, die ersten paar Treffer für 1000 Damage. Aber noch nicht so wirklich überragend. Vielleicht jetzt auf die Tirpitz dann die ersten Hits gleich. Nee, aber die Rohn, die dürfte sich da schon fast anbieten. Und jetzt vielleicht mal die ersten Torpedos, die gleich mal die Gegner begrüßen. Und was macht die mit dem Moin denn da? Die fährt sich ja gleich fest. Jetzt mal die Schüsse Richtung Tirpitz. Und da ist doch der erste Brand gleich am Start. Der ist doch schön, den nimmt man mit. Aber die Tirpitz, die lässt sich das nicht gefallen, die schießt da gleich mal zurück. Die Tirpitz, die dreht er jetzt schon ab. Die denkt sich, ah, oh, die Artago, das ist mir zu gefährlich. Da muss ich woanders hin. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Erstmal zieht er sich jetzt hier ein bisschen zurück, so die ersten Beschnupperungsversuche gab es in der Runde, aber so wirklich einen Sieger gab es da nicht. Torpedos auf Backbord! Torpedos auf Backbord! Die Torpedos vielleicht mal in den Nebel gesetzt. Mal schauen. Ja, könnte klappen, muss aber nicht. Gegner hat er da viele, aber das ist genau das Problem. Wenn er jetzt natürlich da jetzt richtig Gas gibt und auf die ballert, ist er natürlich dann auch sichtbar und dann gerät er natürlich ins Fokusfeuer eventuell. Eine Missouri, eine Rhone, Des Moines, das sind alles so Gegner, die muss man erstmal abkönnen und jetzt probiert er das dann doch. Jetzt ist er aber auch offen. Ah, schön. Da hat der Torpedo getroffen und auch zerstört. So soll es sein. Da hat er die Kagero versenken können. Ist natürlich ein wichtiger Kill. So eine Kagero aus dem Spiel zu befördern, macht natürlich sehr viel Spaß und auch sehr viel Sinn. Denn dann hat man ein wenig mehr Ruhe für sich und sein Team erkauft. Und es ging auch gut aus, denn man sieht, er kann hier bisher trotzdem
einfach und in Ruhe weiterspielen. Jetzt der Brand auf der Monarch. Schön. Aber der tickt jetzt gar nicht so hoch. Da bräuchte man einen zweiten Brand her, dass es sich so richtig lohnt. Aber, naja, solange er nicht gelöscht wird, kann man den natürlich auch noch mitnehmen. Ja, und weiterhin der Brand am Start. Also von dem her wenigstens da ein paar Hitpoints, die er da wegknabbert. Aber ein zweiter Brandherd. Oder vielleicht auf dem Missouri. Das wäre doch schön. Den will man haben. Da macht es dann auch mal richtig Spaß. Die Ruhe vor dem Sturm praktisch. Die Runde selbst, muss man sagen, ist extrem ausgeglichen. Das Gegnerteam zwar schon 5 Schiffe verloren, dafür aber ein Cap mehr. Sein Team eben andersrum. Also da ist noch nichts passiert. Jetzt will er hier für den Cap gehen, aber die Missouri steht da natürlich eben noch drin. Da hat er einfach so lange keine Chance, bis die Missouri da aus dem Wasser gebombt wird praktisch. So, jetzt kommt die Missouri aber da ein bisschen zurück, aber die See dreht die Kanonen sofort in seine Richtung und da hoffen wir mal, dass der jetzt nicht zu viel da jetzt bekommt. So, und die Schüsse gehen raus auf ihn, aber die Türme vorne, die drehen erst noch und vielleicht, oh ja, die Torpedos, die kommen gut. Da sollte die Missouri jetzt Probleme bekommen, 2 treffen und der dritte, da kommen sie danach. Ja, das wird auf jeden Fall das Aus für die Missouri sein. Und damit holen sich jetzt auch hier den Cap dann langsam. Aber sicher, der B-Cap allerdings, der wird schon auch vom Gegner eingenommen. Trotzdem nichtsdestotrotz eine sehr schöne Aktion hier mit der Missouri. Wobei die Missouri sich da auch nicht wirklich gut verkauft hat. Da sich so hinzustellen, sein ganzes Team konnte da nicht wirklich helfen oder sonstiges. Tirpitz und Monarch auch nochmal vor ihm. Nochmal ein Brand. Aber der Brand wurde sofort gelöscht von der Tirpitz. Und das ist jetzt seine Chance, vielleicht da jetzt mit dem nächsten Brandherd ihn hier richtig zu ärgern. Die Sicht ist natürlich gerade sehr eingeschränkt, dementsprechend bekommt er leider immer sehr wenig zu sehen. Der Wirbelsturm macht es ja unmöglich, über 8 Kilometer Sicht zu bekommen. Torpedos auf Backbord.
Auch die Torpedos, die kommen jetzt gar nicht so verkehrt, muss man sagen. Nur natürlich hat er sich da jetzt den Gegner ausgesucht, der da richtig Kasala machen kann. Die Montana, die muss man erstmal... Wow! Der vernichtende Schlag mit dem Torpedotreffer, sehr schön und auch wichtig. Denn wenn der jetzt nicht gesessen hätte, da muss man sagen, hätte der Gegner mal richtig, richtig Rabatz machen können. Z52. Torpedos auf Steuerbord. Hat er jetzt scheinbar ein Problem, dann bleibt er stehen. Das ist natürlich jetzt seine Chance, da jetzt den wegzumachen. Ja, und das war's natürlich. Z52 hat sich hier in keine schöne Position gefahren, muss man ganz einfach sagen, wie es ist. Aber das wird ihm herzlichst egal sein, denn jetzt mittlerweile ist die Runde sehr, sehr einseitig geworden. Auch wenn hier die Monarch gerade noch die Bismarck versenken konnte. Aber trotzdem, es sind jetzt 6 Schiffe gegen 2 und aktuell ist nur noch der Vorteil beim Gegner von dem Capzone her. Aber auch da sollte sich das Thema gleich drehen. Durch den Wirbelsturm haben sie jetzt auch hier den Vorteil, dass eigentlich sein Team mit deutlich mehr Schiffen auf die Monarch schießen kann als umgekehrt. Wo jetzt wiederum sein Mate auch ist. Also hier die Ibuki. Keinerlei Ahnung. Ja, da ist die Ibuki. Die ist noch rappelvoll, aber die hat wirklich so sein Team oder das eigene Team die ganze Zeit allein gelassen. Und jetzt wird erstmal die Monarch da versenkt und danach geht's dann für die Ibuki an den Kragen. Er hält mittlerweile schon bei 250.000 Damage und das ist wirklich ordentlich. Natürlich war der Torpedo-Hit hier ideal dafür. Sehr schön, jetzt hier auch in Brand gesteckt. Die HE hat da perfekt gepasst. Jetzt will er AP laden. Nur ob jetzt AP in der Situation wirklich das Beste ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Denn so richtig gut fährt die Buki dafür einfach nicht. Zeigt keine Breitseite und auch von hinten. Klar, man kann Schaden machen, aber da würde ich doch jetzt vielleicht HE präferieren. Zumindest mal den Cap haben sie jetzt auch. Und die Buki, die haut nur noch ab. Und man hat ja gesehen, 470 Schaden war jetzt auch nicht überdramatisch viel. Aber 260.000, das muss man erstmal machen, was er da angestellt hat. Katapultjäger in der Luft. Ja, jetzt wird es da wohl so dahin gehen, denn die Ibuki haut ab. Er setzt auch nicht mehr wirklich nach. Und dementsprechend schauen wir mal einfach, wie die Runde sich so entwickelt. Wir beschleunigen das noch ein bisschen. Jetzt ist die Ibuki auch da noch hinter der Insel. Torpedos hat sie noch ein paar geschmissen. Da hat er aber schon rechtzeitig abgedreht. Sind da auch schon ausgelaufen. Aber wir sehen, da war es das schon mit der Runde. Trotzdem hat man hier wirklich schöne Action gesehen und auch
gute Situation, wie man es nicht macht. Also gerade, ich will da an die Missouri mal vielleicht erinnern. Deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Ganzen doch einen Daumen da und sagt mir vielleicht nochmal eure Meinung, wie die Atago so ist. Denn ist ja nicht umsonst eines der ältesten Premium-Schiffe im Spiel überhaupt. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.